Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Mit der Ausgabe 124. Einem sehr interessanten Schiff in der Erdgeschichte. Also genauer genommen spielt das sogar vor der Zeit von Star Trek Enterprise. Und zwar die SS Emmett. Ein Testschiff. Mit einem interessanten Design, aber dazu gleich mehr. Typ Testschiff. Stapellauf 22. Jahrhundert, Besatzung 30, Länge 130 Meter. Man sieht auch schon hier, dass es von der Optik her Richtung Enterprise NX Design geht. Und ich habe euch schon mal vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wo ich auf alle Schiffe des 22. Jahrhunderts eingegangen bin, der Vereinigten Erde. Da war das Schiff natürlich auch mit dabei. Beziehungsweise es gibt ja noch die Warp-Delta-Klasse, das mehr oder weniger Nachfolgermodell dieses Schiffstypes hier ist. Von da aus weiterentwickelt wurde, sozusagen von diesem Modell hier. Typ Testschiff. Zugehörigkeit Vereinigte Erde. Stapellauf 22. Jahrhundert. Länge 130 Meter geschätzt. Besatzung 30. Höchstgeschwindigkeit Warp 1+. Es kommt ein cooles CGI-Modell. Und hier kann ich mich nur wiederholen. Es geht auf jeden Fall Richtung NX-Klasse, auch mit den Warp-Gondeln, wie ihr seht. Die SS Emmett. Die SS Emmett war ein Erdenschiff. Die Entwicklungsstufe zwischen der Phoenix und der Enterprise NX-01. Richtig, die Sache war ja die. Nachdem die Vereinigte Erde ihren Sternflotte bekam, musste sie natürlich das, was sie von Saffron Cochrane als Wissen bekam, weiterentwickeln. Und da wurde auch zum Beispiel dieses Schiff gebaut als Testbett. Hier hat man auch Warp 1 reingepackt und weiterentwickelt. Wie stabil reagiert der Warp-Antrieb? Was sind die Stärken und Schwächen dieses Antriebs? Antrieb besser zu verstehen, so eine Art Wissenschaftsforschungsschiff. Aber jetzt nicht, um fremde Planeten zu erforschen, sondern die Raumfahrt an sich mit dieser Geschwindigkeit hier. Mit der Warp-Geschwindigkeit. So ist es so, dass eigentlich hier schwerpunktmäßig auch Raketenantrieb gab. Das hat man sogar netterweise hier ein bisschen dargestellt. Man hat hier solche Triebwerke, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es gut durchkommt. Ne? Und die Warp-Delta-Klasse zum Beispiel hat hier auch einen Antrieb. Später. Also eigentlich ein sehr wichtiges Schiff in der Entwicklung der Menschheit in Star Trek. Deswegen ein oft unterschätztes Schiff. Und man sieht es natürlich auch in Star Trek-Intro. Die Mondkolonien. Das müsste Tycho City sein. Es gibt auch andere Städte, wie zum Beispiel New Berlin. Und hier haben wir sogar die Warp-Delta-Klasse, wie vorhin genannt. Hier, Prototyp-Raumschiff. Die SS Emmett war ein Testschiff im späten 21. und frühen 22. Jahrhundert. Saffron Cochrane durchbrach die Warp-Schwelle zwar bereits 2063 mit seiner Phoenix, aber es gab noch viel zu lernen, was das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit anging. Die Vulkane standen den Menschen zur Seite, damit diese keine katastrophalen Fehler begangen. Allerdings gaben sie die Geheimnisse ihrer Technologieentwicklung auch nicht einfach preis. Sie hatten Sorge, dass die Menschen noch nicht bereit wären, das Universum zu erforschen. Ihrer Einschätzung nach war die Menschheit zu sprunghaft, um den Erstkontakt mit anderen Spezies zu suchen, der unweigerlich zu großen Problemen führen würde. Das bedeutete, dass die Menschen praktisch alleine auf den Leistungen Saffron Cochranes aufbauen mussten, um sich weiterzuentwickeln. Sie bauten Raumschiffe wie die SS Emmett, um neue Warp-Theorien auszuprobieren und herauszufinden, welche Folgen eine Reise mit Warp-Geschwindigkeit auf die Besatzung haben könnten. Die Emmett hatte nicht einmal Fenster. Und hier sollten neue Systeme getestet werden, die man später in noch zu entwickelten Raumschiffen einbaute. Ja, wie ich vorhin nannte, ist nochmal hier zusammengefasst. Und die Warp-Delta-Klasse kam noch dazu. Und hier Datenstrom. Die Raumschiffe des Emmett-Typs, die es auch im Spiegeluniversum gab, waren mit Photonik-Torpedos ausgestattet. In der normalen Zeitlinie tauchten die Photonik-Torpedos erst im Jahr 2153 auf, als die Besatzung der Enterprise NX-01 von ihrer Suche nach der Xindi-Waffe verbessert wurde. Ja gut, das Spiegeluniversum ist natürlich militaristischer.
Hier haben sie natürlich Forschung auf das allgemeine Gesetz, mitunter natürlich auch auf Waffentechnologie, während im Spiegeluniversum primär natürlich immer Feuerkraft als erstes anstand in der Prioritätenliste. Und hier Spiegeluniversum. Raumschiffe des Emmy-Typs gab es auch im Spiegeluniversum. Mehrere davon waren in einem alternativen Vorspann von Star Trek Enterprise zu sehen, als diese die Luna-Kolonien bombardierten. Ja, man weiß aber auch nicht, warum sie die Kolonie bombardierten. Haben die Mondbewohner einen Aufstand gegen die Regierung auf der Erde gestartet? Darüber ist leider nichts bekannt. Mondkolonie. Die Siedlung auf dem Mond, über die die EnMed flog, war wahrscheinlich die Luna-1-Kolonie. Der wichtigste Außenposten auf dem Mond im 22. Jahrhundert. Im Jahr 2373 lebten ca. 50 Millionen Menschen auf dem Mars. Ja, schön, aber was hat jetzt der Mond mit dem Mars zu tun? Und Luna-1-Kolonie, klar, die Kolonie gab es, aber ob es unbedingt die Kolonie ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Weil soweit ich weiß, Tycho City wurde auch relativ früh gebaut und auch New Berlin. Vom Tycho City wurde nach einem Krater benannt, den es natürlich auch in Wirklichkeit gibt. Den Tycho-Krater, ich blende es euch gerne mal ein. Dort in der Nähe wurde auch dementsprechend in der Region eine Kolonie gebaut. Eine Großstadt auf dem Mond. Hier Warp-2-Barriere. Das erste Raumschiff, das die Warp-2-Barriere durchbrach, war die NX Alpha. Kommandant A.J. Robinson saß 2143 am Steuer, als er Warp 2,2 erreichte, kurz bevor das Raumschiff zerbrach. Robinson konnte sich in einer Rettungskapsel in Sicherheit bringen. Dazu gibt es eine Episode, was auch eine unterschätzte Episode ist, denn das baut auch die Geschichte von Captain Archer in der Vergangenheit ein bisschen auf und auch die Menschheitsgeschichte. Was haben wir hier so Schönes? Natürlich Concept Arts. Auch von John Eaves entwickelt. Der natürlich ein Veteran ist bei Star Trek. Hat nichts mit Kanon zu tun, so direkt. Aber ein Poster, das von ihm entworfen wurde. Und manche Konzeptzeichnungen sind auch mit dabei. Coole Sache, angefangen von der Sovereign-Klasse, der klassischen, legendären, wunderschönen Constitution-Klasse der TOS-Ära. Auch cool. Sehr majestätisch. Hier der Vorspann von Enterprise. Im Vorspann zu Enterprise waren Bilder zu sehen, die den Weg der Menschheit zu den Sternen aufzeigten. Wir reden mit den Designern und stellen die gezeigten Persönlichkeiten und Raumschiffen vor. Ja, ein sehr interessantes Intro. Manche sagen, Intro von Star Trek Enterprise gefällt mir nicht, gerade weil da tatsächlich Sprechgesang gibt, sage ich mal, das gab es ja vorher bei Star Trek noch nie. Ich ehrlich gesagt habe damit kein Problem. Gerade die Musik finde ich super, gerade in der späteren Staffel, wo sie ein bisschen noch schneller wurde. Und es zeigt auch so die Entwicklung der Menschheit, Zukunft und Hoffnung. Deswegen fängt eigentlich das Intro dieser Serie sehr gut das auf. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, ob hier Intro von Star Trek Enterprise mögt oder nicht. Aber das ist das, was ich meine. HMS Enterprise, Heißluftballon, Spirit of Louis, Mercury Redstone Trägerrakete, die Enterprise als Space Shuttle, die aber tatsächlich niemals flog. Polynesische Entdecker. Ach, da bekomme ich gleich wieder Bock, Enterprise zu schauen. Ich muss sagen, ich freue mich. Desto mehr Zeit vergeht, desto mehr wurde Enterprise beliebter. Mittlerweile gibt es wirklich sehr wenige Leute, die ich jetzt persönlich kenne, die sagen, Star Trek Enterprise ist schlecht. Gut, vielleicht haben auch die neuen Star Trek-Serien was dazu beigetragen. Emilia Earhart. Ja, ich vermisse aber schon ein paar Persönlichkeiten hier, die ich noch mit aufgenommen hätte. Aber es gibt auch so viele Helden, sage ich mal. Ich würde zum Beispiel auch neben Emilia Earhart Sabiha Gökçen mit dazu nehmen. Eine Türkin, die auch als die erste Kampfpilotin der Menschheitsgeschichte gilt. Ich würde Juri Gagarin noch dazu nehmen. Aber gut.
Wie gesagt, dann würde das noch viel länger werden. Hier Wissenswertes. Amelia Earhart gehörte zu den historischen Persönlichkeiten, die im Vorspann von Star Trek Enterprise zu sehen waren. Sie war die erste Pilotin, die alleine den Atlantik überquerte und verschwand 1937 während ihrer versuchten Weltumrundung über den Pazifik. Vor nicht allzu langer Zeit wurde auf einer abgelegenen Insel menschliche Überreste entdeckt, die einige gern als Earhart identifizieren wollten. Aber ein klarer Beweis steht noch aus. Laut der Voyager-Folge, die 37er, wurde Earhart von den Briori in Delta Quadranten entführt. Ja, und auch Zefram Cochrane wurde entführt. Das sieht man ja in Star Trek TOS. Also jeder von euch, der denkt, Zefram Cochrane in Star Trek First Contact auftaucht, nein, er tauchte auch als junger Mann bei Star Trek TOS auf. Und es wurde auch erklärt, warum er schon da ein junger Mann ist. Er war auch ein alter Mann, wurde aber vom Companion verjüngt. Und damit passt das wieder mal zu Star Trek Kanon, ohne es kaputt zu machen. Ich mag das. Der NASA-Rover Sojourner war auch in Vorspann zu sehen. Er landete 1997 auf dem Mars, um dort die Zusammensetzung der Atmosphäre und des Gesteins zu untersuchen. Sojourner war auch in Star Trek Enterprise-Folge Terra Prime zu sehen. Denn der Geschichtsverein des Planeten Mars hatte den herrenlosen Rover entdeckt und zu seinen Ehren ein Denkmal errichtet. Da sieht man ganz kurz mal in einer Szene. Das Space Shuttle Enterprise war auch in Vorspann zu sehen. Gene Roddenberry, die Mannschaft von Star Trek TOS, waren vor Ort, als das Shuttle 1976 das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ja, da sieht man eben, wie wichtig Star Trek schon damals war. Und damals gab es ja nur Star Trek TOS und der erste Kinofilm. Also selbst Star Trek 2 gab es noch nicht mal. Und selbst Star Trek boomte schon damals. Leute, das ist genial. Ach, ich liebe Star Trek. Ausgabe 125, Alice. Auch interessantes Konzept, aber ehrlich gesagt, historisch gesehen, ist dieses Schiff hier wesentlich spannender. Ein cooles CGI und jetzt geht's endlich ans Modell. Und hier haben wir sie. Das wunderschöne Schiff würde ich jetzt nicht sagen, aber interessantes Schiff. Und es ist schwer. Es ist aus Metall, Plastik und es hat Aztec-Pattern. Ja, hat noch nicht mal Fenster. Ein reines Forschungsschiff, so spartanisch wie nur möglich. Es geht hier wirklich nicht um Sensoren, um andere Systeme, Planeten, Nebel zu scannen, sondern wirklich nur um den Antrieb zu testen und weiterzuentwickeln. Cooles, ovales Design. Und auch cool, diese Plattierung. Ich mag das. Die Warp-Gondeln auch Richtung NX, der Enterprise. Designs mit ihren Bussard-Kollektoren in durchsichtigem Plastik. Gefällt mir sehr gut. Transparent. Die Warp-Gondeln auch von innen. Coole Sache. Und auch hier der Antrieb, Leute. Auch interessant mit den Manövrierdüsen, mit dem zum Teil Ionenantrieb. Und schaut euch mal diese Details an, Leute. Boah, ich mag das. Wirklich sehr schön, wenn man nah zoomt. Von unten auch ein bisschen einfacher gehalten, aber hier mit viel Sick und Kanten, was dem Design ein bisschen mehr Tiefe gibt. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, wo oben und unten ist, na, ist das oben? Man könnte auch sagen, okay, das ist oben. Dann würde sogar Shift ein bisschen sogar besser aussehen, finde ich, wenn das oben wäre und das unten. Aber nein, es ist leider andersrum. Die Warp-Gondeln gucken nach oben. Hat sogar etwas von ja, einem Tragflügel einer Boeing 737 oder einem Airbus. Es wirkt schon fast so, ob man in der Atmosphäre fliegen könnte. Aber es gibt jetzt keine Information, ob diese Schiffe auch landen können. Ich glaube eher nicht. Ja, und es ist auf jeden Fall mit der Warp-Delta-Klasse in naher Verwandtschaft. Die habe ich euch auch schon präsentiert hier als Modell. Ja, und man hat hier keine klassischen, ich sag mal, Fenster, wie gesagt,
ein sehr spartanisches Schiff, was aber der Menschheit im Star Trek-Universum viel geholfen hat, Wissen dazu zu gewinnen, Routinen rauszubringen. Auf jeden Fall ein Schiff. Ich weiß ja nicht, ob das Schiff noch überlebt hat in den späteren Jahrhunderten. Ich würde es auf jeden Fall in ein Museum reinpacken. Man könnte schon das Schiff mit dem ersten Fahrzeug vergleichen. Mit Carl Benz Fahrzeug sozusagen. Wobei dann wäre es eigentlich die Phoenix. Ich würde das eher als Modell T von Ford vergleichen. Auf jeden Fall cool, aber nicht wirklich spektakulär. Aber es gefällt mir auf jeden Fall die Farbgebung. Und auch die Transparenz halt hier, dieses rote Plastik, gefällt mir sehr gut bricht. Auch diese, in Anführungsstrichen, langweilige Linien und bringt ein bisschen Farbe ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Coole Sache. Hier haben wir SSM mit einem klassischen Stand. Und das Eckige muss in das Eckige. Zack, ist drin. Und ist sogar sehr stabil. Sehr gut, eines der besten Stands. Nicht so hart, damit du hier reinschieben musst und zerkratzt. Ein schönes Modell, aber auch nicht zu weich, dass er rausfliegt. Doch was kann ich als Abschluss sagen? Nun, ich mag die Zeitschrift. Nette Informationen. Auch das Konzeptart war ein bisschen kurz gefasst, aber auch schön. Stand ist Bombe. Das Schiffmodell ist jetzt nicht, naja, eine Besonderheit. Ich finde es okay. Eigentlich gibt es nichts zu meckern. Ich würde sogar hier, wenn ich Zeitschrift, Stand und das Schiffmodell sehe, in der Verarbeitung, in der Qualität, 5 von möglichen 5 Punkten geben. Aber das ändert nichts daran, dass das Schiff designmäßig 0815 ist, sage ich mal. Aber trotzdem interessant und ein wichtiges historisches Schiff im Star Trek-Universum. Und ich freue mich, dass ich das als Modell besitze. Doch was denkt ihr über dieses Modell? Ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat und ein bisschen euer Star Trek-Wissen erweitern konnte. Wie immer würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Dann sage ich mal, lebt lang und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.